sind umgeben von Menschen, die sagen, das geht nicht. Das war schon immer so. Das funktioniert so nicht. Das darfst du nicht. Wenn wir nicht aufpassen, dann glauben wir das irgendwann selbst. Falls du mich abholen willst, ich muss das hier alles noch wegarbeiten. Die vom Jugendamt haben angerufen. Sie haben mit Fritz gesprochen. Und der meinte, er hätte sich keine besseren Pflegeeltern für Lilly vorstellen können als Christian Mann und Oliver Sabel. Oh, schön. Ja, und die Frau meinte noch, dass wir gute Chancen haben, bald wieder ein Pflegekind zu kriegen. So großartig. Christian? Und dann? Dann haben wir wieder ein Kind. Für ein paar Wochen. Diesmal ja vielleicht für länger. Ja, genau, vielleicht. Ich mach das nicht immer mit. Dann adoptieren wir eben ein Kind. Du weißt, dass das nicht geht. Es gibt Möglichkeiten. Bis wir beide ein Kind haben, sind wir 60, Olli. Christian, da müssen wir eben dafür kämpfen. Wir könnten jeden Tag die Welt neu erfinden. Wir könnten. Aber was ist, wenn der Mensch, der uns am wichtigsten ist, das nicht will? Christian will kein neues Pflegekind. Soll ich verstehen, ja. Die Trennung, die war verdammt hart, aber die Wahnsinnszeit davor, die kann er doch nicht einfach vergessen. Na, und eine Adoption? Schwierig. Die Chancen gehen gleich null. Ändern die nicht gerade die Gesetze für gleichgeschlechtliche Adoption? Charlie, selbst wenn. Da gibt's Wartelisten. Da stehen die schwulen und die nicht-schwulen Paare schön aufgelistet. Und die Schwulen rutschen immer nach hinten. Olli, ihr dürft das nicht aufgeben. Du musst Christian wieder Dampf machen. Geht damit an die Presse. Oder organisiert eine Demo. Wir können uns nackt ans Brandenburger Tor ketten. Ja. Naja, das wäre der Sache vielleicht nicht so dienlich. Danke. Hallo, Charlie. Schon gelesen? Hallo. Ich dachte, du hast diesen Promi-Klatsch. Mein Sohn Tristan hat mich überzeugt, man muss mit den Medien arbeiten, nicht gegen sie. Also mache ich Tür und Tor auf und lasse die hungrige Meute ins Schloss. Du machst eine Home-Story? Nein, noch besser. Morgen ist alles Adel bei uns zu Gast. Oh. Alles Adel? Also Ricky Block ist zwar ein entschuldiger Arschloch, aber ich liebe die Sendung. Ja, du freust dich immer über intime Details aus dem Hause Lahnstein. Du natürlich nicht. Naja, wir werden diesen Flock schon im Zaum halten. Helena und ich werden die Familie repräsentieren und ihr müsst morgen alle kommen. Oh, Ludwig, ich kann nicht. Ich habe eine geschlossene Gesellschaft. Och, Charlie. Wir wollen doch nicht alleine zwischen diesen alten Ritterrüstungen rumsitzen. Das Haus so neben. Gern. Ich suche Zeug. Nico sucht im Internet nach Zeugen für Philipps Unschuld. Hier, ein Video. Hier behauptet jemand, homosexuelle Eltern sind dem Kindeswohl nicht zuträglich. Wenn ihnen ihre abartigen Neigungen nicht ausreichen, sollen sie sich einen Hund oder eine Katze zulegen. Solche Menschen gibt's. Krass, oder? Das ist ein Leserkommentar über die Gesetzesänderung zum Adoptionsrecht. Ach, solche Kommentare schreiben doch eh nur Menschen, denen eh keiner mehr zuhört. Ja, da bin ich mir leider nicht so sicher. Die können Gesetze ändern, wie sie wollen. Wenn die Gesellschaft das anders sieht, dann kriegen wir nie ein Kind. Dann musst du die Gesellschaft ändern. Danke, aber von politischer Betätigung bekommt man immer hängende Mundwinkel. Du musst ja nicht gleich eine Partei gründen. Geh in die Medien. Na klar, wenn alles Adel mal Christian um mich porträtiert, gerne. Du kommst doch morgen, oder? Logo. Aber nur, wenn du deine legendären Debattierfähigkeiten nicht allzu sehr ausspielst. Ich will alle schmutzigen Geheimnisse deiner Familie erfahren. Papa übertreibt. Nur weil ich mal in der 5. Klasse den 2. Platz bei so einem Diskussionswettbewerb gewonnen habe. Ich helfe nur ein bisschen. Ja, ja. Bis morgen. Danke. Bis dann, ciao. Oh, hey. Hey. Musstest du so lange arbeiten? Ja. So. Auch einen Tee? Gerne. Ich habe übrigens ein bisschen im Netz recherchiert. Worüber denn? Adoption durch gleichgeschlechtliche Paare. Da tut sich echt viel international. Oh. Ja, du, wenn das sogar in Spanien legal ist, dann kommt es auch in Deutschland, das ist keine Frage. Die ist allerdings, wie das dann konkret aussieht. Nur weil man das Recht dazu hat, hat man noch keinen Anspruch darauf, klar. Aber das ist ein gesellschaftliches Problem, da muss man eher über die Medien ran. So, bitteschön. Findest du blöd? Nein, du, ich bin einfach ein bisschen müde. Ja, müssen wir ja auch nicht jetzt drüber reden. Aber mal so prinzipiell, ist doch eine gute Idee, oder? Klar. Machst du mir einen Kamillentee? Klar. Schon nervös? Ja, positiv nervös. Ich habe heute Nacht ein paar Ricky Flock-Interviews studiert. Aber seine fiesen Tricks kenne ich ja schon aus eigener Erfahrung. Und? Kannst du den Meister schlagen?
Ich denke schon. Er wiegt dich in Sicherheit, treibt dich in eine bestimmte Richtung und dann zack, stehst du nackt vor der Kamera und plauderst dich im tiefsten Geheimnis auf. Aber das wird dir als Debattierprofi doch nicht passieren. Womit hast du damals eigentlich den zweiten Platz gemacht? Mit dem Osterhasen. Wie? Ja, jeder bekam ein Thema, wir mussten eine Rede halten und meins war, ist der Osterhase zeitgemäß? Bitteschön. Ist er denn? Ja, definitiv. Und ich schwöre dir, nach meiner Rede hat jeder an die Notwendigkeit des Osterhasen geglaubt. Du kommst doch nachher, oder? Ja, ich muss mal schauen. Ich weiß nicht, ob ich das heute alles hinkriege. Ey, wir brauchen dich. Na klar, ist Deko im Hintergrund. Ja, genau. Und wenn du immer schon klatschst und lächelst, dann darfst du vielleicht auch mal einen Satz sagen. Versprochen. Wie wär's mit einem Statement zum Adoptionsrecht? Netter Versuch, aber leider nicht ganz unser Thema. Einen Satz hat sie mir versprochen. Das ist doch besser als nichts. Ich meine, zumindest können wir damit unser Anliegen an die Öffentlichkeit bringen. Du willst alles Adel als Plattform für irgendwelche Schwulenrechte missbrauchen? Peinlich. Wer redet denn hier von Missbrauchen? Aber ich kann ja wohl sagen, warum ich da bin und was mir wichtig ist, oder darf ich das nicht? Doch klar, wenn du dich zum Horst machen willst, bitte. Bitte? Sag mal... Hey, Störch? Nee, im Gegenteil. Ich wollte sowieso krank gehen. Willst du hinterher? Ich kann auch später wiederkommen. Nein, ist schon okay. Hey, dieser Jockey, der war genauso schuld. Und derjenige, der ihn eingestellt hat. Außerdem, der Tierarzt war gerade da. Dionysos geht schon viel besser. Okay, das Rennen können wir knicken. Zumindest mit Dionysos. Aber Hagen und ich, wir suchen Ersatz. Auch für den Jockey. Also, mach dir keinen Kopf. Es wird sich alles regeln. Ich muss aber mit ihm reden. Ja, das solltest du. Aber ich glaube, er kommt heute später. Danke.